Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Wir sind Indien und technologisch ein bisschen weit hinten, denn Singapur hat schon Schützen, aber Singapur ist ja zum Glück mit uns verbündet, von daher brauchen wir da nichts fürchten, hoffe ich doch, von ihnen. Großadmiral und Porzellanturm, ja den Porzellanturm hätte ich auch gerne, aber wir müssen uns leider deren latenten Aggressionen Spaniens proaktiv entgegenstellen, damit wir da keine böse Überraschung erfahren. Lasst uns anfangen, rate mal, wer jetzt böse mit euch ist, Spanien. Haha, und mit Bukarest habt ihr es jetzt auch zu tun. Nur, dass ihr es wisst, die hoffentlich nehmen sie Barcelona ein. Und hier unten haben wir die Möglichkeit, ihn abzuballern. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich herausstellt. Nun denn, Ritter Polynesisch, solange es kein Spanier ist, ist alles gut. Ja. Hoppla. Oh, Elisabeth hat den Porzellanturm vollendet. Die ist auch immer einen Schritt voraus. Okay, in dem Fall ist sie 10 Schritte voraus. Aber der Louvre wird mir gehören. Hoffe ich doch. Noch 11 Runden und nach diesen 11 Runden werde ich sofort mit der Produktion anfangen. Ein anderer Spieler hat Porzellanturm gebaut, nicht mehr fertig. England verbündet mit Belgrad. Belgrad hat Isabella den Krieg erklärt, genauso wie die anderen Stadtstaaten. Porzellanturm ist gebaut, Bukarest kürzlich. Da ihr Bukarest verbündet seid, gewähren zuerst die kürzlich erlangte Ressource. Kohle! Wir haben Kohle! Aha, wir wissen noch nicht mal, was Kohle ist. Kranstadt benötigt Färbemittel. Wenn wir Färbemittel in unser Handelsnetz anschließen, bekommt Kranstadt einen Wachstumsbonus. Ha! Englischer Kuchen Belgrad. Das ist blöd, denn mit Belgrad wollten wir eigentlich. Ah, ne, das ist, kann es ja egal sein. Hongkong sucht einen Wissenschaftler. Hongkong ist. Kauf mir nicht. Mit denen sind wir sogar ein bisschen cool. Sie sind verbündet mit Rom allerdings. Deswegen werden wir da unsere Finger von lassen. Der Armbrustschütze ist gebaut. Was kann jetzt gebaut werden? Die Kaserne 3 Runden oder aber dann doch lieber einen Ritter, der schnell eingreifen kann, wenn es denn nötig wird. Wir werden nicht zulassen, dass er hier... Und wir haben unsere erste Einheit getötet und das sogar ohne großen General, den ich vergessen habe, mit an die Front zu ziehen. Das werde ich mit dir aber nicht vergessen und du kannst zurück und ruhst dich hoffentlich aus. Dann arbeiten wir uns an die Grenze vor und warten geduldig ab, ob Spanien sich zeigt. Wenn sie sich zeigen, bleiben wir natürlich hier, befestigen unsere Stellung. Wenn nicht, gehen wir Schritt für Schritt nach vorne und gucken mal, ob wir nicht auch ein bisschen Schaden ausrichten können. Heile mal lieber. Und du siehst hier, dass, dass Einheiten in der Nähe sind. Du kannst hier hin, das passt. Und du kannst hier hin, falls er angreifen sollte, wird er aber von so vielen Einheiten angegriffen werden. Das kann er nicht überleben. Er greift tatsächlich an. Nee. Unsere Spione haben herausgefunden, dass Augustus Caesar Pläne gegen euch schmiedet. Wir hoffen, dass ihr über jegliche Intrigen informiert. Caesar, wir sind doch, ich verstehe nicht, wenn man doch zusammen in den Krieg zieht, dann muss der doch sagen, das ist mein Freund. Weißt du? Naja, machen wir doch mal mit Caesar noch so ein bisschen mehr Handel, wie zum Beispiel Färbemittel für 240 vorschlagen. Sehr gut. Bene. Bene. Auf Wiedersehen. Können wir sonst noch, weil wir haben ja gerade ein bisschen Geld. Sieht nicht so aus, als ob jemand Luxusressourcen hätte, die wir noch nicht haben. So, dann schauen wir mal. Greifen wir zuerst mit ihm an? Ja. Dann greifen wir mit ihm an? Ja. Und ich glaube, wenn wir mit ihm angreifen, kommen wir leider nicht, naja. Polynesisch. Probieren wir es. Jawohl! Ich habe schon gedacht, wir probieren es einfach. Und wir haben es einfach probiert und es hat geklappt. Sehr schön. Dann mal nach vorne mit dir. Du bleibst. Nächste Runde. Da soll mal einer probieren hier. Offene Grenzen? Na klar. Da soll mal einer probieren hier herzukommen. Wir sind mit Sidon. Cool, wir verlieren die Kontrolle über Lhasa. Das ist schade. Perlen haben wir wahrscheinlich nur von ihnen. Oder noch von mehreren. Wie können wir das rausfinden? Naja. Sidon mit uns
verbündet. Ja, Sidon ist militaristisch. Ach, deswegen haben wir da, von denen haben wir letztens das Zeug bekommen. Isabella hat Frieden mit Belgrad geschlossen. Mit Belgrad? Ach, ja, weil wir ja nicht mehr verbündet sind. Hier haben wir noch jede Menge Zeit. Aber Bukarest. Bukarest könnte eigentlich mal so ein bisschen hier angreifen. Weißt du, machen sie aber nicht. Wie lange noch? Ah ja, 16 Runden. Moderation wählen. Zack. Und ja, eine Kaserne. Ja. Nächste Runde. In der wir vielleicht alle einen Schritt geschlossen nach vorne gehen. Aber nicht mit den Fernkampfwaffeneinheiten. Sondern. Ja, gut, also ihr hier ja schon. Du kannst hier so. Ah, du kannst doch plündern. Ja, plünder doch mal. Wunderbar. Und du plünderst auch. Aha. Ja, dann stellt ihr euch da hinten dran. Dann passt das. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, was ihr da macht. Wir wollen keine Städte einnehmen. Wir wollen sie nur ein bisschen ärgern. So, Prag braucht keine Investoren mehr. Ja, gut, wir sind ja eh verbündet. Belgrad will den Egonzonismus. Wo seid ihr? Ihr seid das. Ja, das wird nicht passieren, da seid ihr schon so weit fortgeschritten mit anderen Religionen. Lasse. Goldene Zeitalter ist vorbei, das ist schade. Oh, wir haben schon die nächste Sozialpolitik. Nehmen wir die plus 15% Kampfstärke für Nahkampfeinheiten. Wenn sie nach eine weitere Militäreinheit befindet, das heißt auch Fernkampfeinheiten. Oder aber nehmen wir den Nullpunkt auf Stadtstand oder die Wissenschaft. Ich glaube, Militäreinheiten geben den Kampf 15% mehr Erfahrung. Ich glaube, wir müssen die Disziplin nehmen. Und weiterhin auf Wissenschaft verzichten. Nee, wir machen mal die Wissenschaft. Wir sind nämlich mit so viel verbündet. Ja, und dann haben wir auch schon eine Runde bei der Archäologie gespart. Und da wir hier oben jetzt keinen großen Krieg zu erwarten haben, brauchen wir das nicht unbedingt. Mumbai hat uns mit einem Ritter beglückt. Und will unbedingt irgendwas anderes bauen. Das dürfen sie jetzt. Und zwar eine Kaserne. Und der Ritter darf auch nach vorne, genau. Plündern und zurück. Könnten wir die Stadt abreißen? Nee, das probieren wir erst gar nicht. Wollen wir auch gar nicht. Wofür denn? Gute Frage. Was ist unser Plan jetzt? So wie es aussieht, schickt Spanien ja keine Truppen zu uns. Von daher ziehen wir uns zurück. Ja, warum denn nicht? So und so und so. Nächste Runde. Ja. Sollen sie ruhig kommen? Sie können uns eh nichts. Haha. Zürich verlangt nach Glauben, Brüssel sucht Wissenschaft. Ah, ja, 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 ja. Beschäftigsten Völker der Welt. Das ist immer ganz mal so schlecht. Großer Prophet, mal wieder. Armbrustschütze, auch mal wieder. Ja, das ist jetzt aber auch mal gut mit den Armbrustschützen. Wobei wir gerade Kasernen bauen. Dann lassen wir die Kasernen Schattenkasernen sein. Und switchen lieber um auf was Richtiges, wie zum Beispiel eine Universität. Durch die wir ja relativ viel Wissenschaft bekommen müssten. Wobei eine Werkstatt. Machen wir lieber eine Werkstatt. Wir wollen ja noch ganz viel produzieren. Theater, nee. Da machst du auch eine Universität. Durch unsere Stadtgrößen müssten wir da ja jede Menge Boni bekommen. Und in Kahnstadt ist es dasselbe. Da machen wir aber auch eine Werkstatt, weil sie eh nicht so fit sind, was Produktion betrifft. Da ist ein Produktionsbonus sehr gut. Ja, du stehst hier wunderbar. Dann, der große Prophet kann weiterhin hier so Wüstenfelder mit seinen Glaubenszeug hier verbessern. Was? Hier, jetzt pass auf.
Von hier kannst du die Felder, von hier kannst du die Felder alle abdecken. Das ist sehr gut. Hm. Hier im bewaldeten mit Hügeln drumherum. Das ist eine sehr gute Position, auch wenn sie außerhalb unseres Gebiets ist. Aber das lassen wir so. Und du stehst hier parat. Ja. Und da steht ja jetzt, bis wir herausgefordert werden. Und da ändern wir auch so schnell nichts mehr dran. Okay, dann gehst du doch hier vor. Dann habt ihr alle eine wunderschöne Position. Eine uneinnehmbare Front habt ihr da gebildet. Sehr gut. Okay, wir sind nur bei plus 5 Gold pro Runde. Das liegt wohl an unserer großen... Ja, lass uns zusammenarbeiten. An unserer großen Armee. Die wir, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen aufreiben könnten mit Cordoba. Ich meine, weißt du... Wenn wir... Wir können von ein... Wenn wir hier rüber gehen, dann... Hm. Aber hier können wir schon mal nicht angreifen, weil wir zwei Städten. Hier auch nicht. Salamanca wäre, glaube ich, ein leichtes Ziel. Da müssen wir zwar ein bisschen marschieren, aber wenn wir uns erstmal aufgestellt haben. Und Cordoba können wir 1, 2 mit 3 Fernkampfwaffeneinheiten. Ach, herrje. Weil wir haben hier, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Einheiten. Da gehen wir schon eine Stadt kaputt mit. Wir lassen uns nochmal langsam vor und gucken, ob sich da, was nicht doch sich machen lässt. Ja, wir stoßen da auch auf keinerlei Gegenwehr. Ich sehe da keinen Grund, das nicht zu machen. Nächste Runde. Polynesien. Ach, der ist auch gegen alles und jeden, was wir hier machen. Oh ja, nicht, dass jetzt hier sich vorbeischleicht, aber wir haben ja immer noch unseren Pikinier hier. Die Archäologie. Und da sind wir im Industriezeitalter angekommen. Sehr schön. Was? Deine frühere Wahl für automatisieren Kampf mit Glauben ist nicht mehr gültig. Sicher für großen Propheten. In der Religionsübersicht kann eine neue Einstellung vorgenommen werden. Aha. Nehmen wir doch einfach den großen Propheten. Okay, ich weiß nicht, warum das nicht gehen soll. Hormis wurde als Spion rekrutiert. Da gehen wir zu Kamehameha. Dessen Hauptstadt natürlich Honolulu ist. Ja. Forschung wählen. Wir brauchen selbst keine Spione in unseren Reihen, da bei uns eh niemand was klaut. Mit der Industrialisierung bekommen wir Kohle und Gatling-Kanonen. Und die sind ideal, um sich zu verteidigen. Da wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Dann... weil ihr ein neues Zeitalter erreicht habt, haben die Bonusse, die ihr von einigen Stadtstaaten erhaltet, an Wert gewonnen. Ah ja, welche? Sagt ihr mir nicht. Mit Genf sind wir nicht mehr befreundet. Schade. Tue nichts. Hier rüber. Und dann kannst du in zwei... Okay, du kannst eins vor, du kannst eins vor, du kannst zwei vor. Dann haben wir die drei positioniert. Dann... Gehen wir hier ein bisschen plündern, einfach nur um Trouble zu stiften und gehen wieder zurück. Um Trouble zu stiften, sehr schön. Hoppla, was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, du gehst vor und eigentlich hätte ich auch gerne... Ja, kannst du hier... Nee, dann geh hier hin, okay. Ja... Das nimmt Formen an. Du gehst noch nicht hierher, weil du dann angegriffen wirst. Da wartest du noch und du auch und du auch und so passt das. Ah ja, sehr schön. Er will es wissen. Soll er doch ruhig kommen, der Tertio. Tertio. Ah, Big Ben von Elisabeth vollendet. Ja, da sage ich nichts dagegen. Das ist doch genau ihr Ding. Gib mir eins vor und zack. Werden zwar dann von Salamanca angegriffen, aber dürfte kein Problem sein. Gehen jetzt zurück, plündern nochmal, um unsere Gesundheit hoch zu
bekommen. Gehen hier hin, weil wir jetzt ja eh angegriffen werden. Die Angriffsrunde ist hiermit eröffnet. Folgen hier nach und hier haben wir alle abgedeckt. Das passt wunderbar mit dem großen General. Haha. Wir überleben. Wir nehmen offene Grenzen an. Forschungsabkommen? Nein. Da haben wir kein Geld dafür. Tut mir leid. Außerdem soll man ja nicht so dicke mit euch werden, sonst ist Caesar beleidigt. Du kennst ihn doch. Nein. So, ja. Dich auswählen. Ah, ist schon seltsam, dass wir es hier bekommen. Okay. Jetzt, du greifst hier an. Bam. Dann. Du könntest hier eins vorgehen, plündern, bist gesund. Und hast ihn hier die Pferde geklaut. Das ist doch mal nicht verkehrt. Du kannst hierhin plündern, bist auch ein bisschen gesundet. Aber fraglich, ob du die nächsten Runden überlebst. Ihr beide streitet euch gerade um diesen Platz. Okay, dann musst du leider hier vor. Für dich haben wir hier eine... Uiuiui. Ach, unser großer General wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir den hier nach vorne bringen würden. Und du kannst dich schon gar nicht bewegen, okay. Dann greifen wir hier an. Und du kannst auch noch plündern, dann mach das. Den Kriegselefant hätten wir eigentlich updaten sollen zum Ritter. Aber nun gut, der Zug ist abgefahren. Nächste Runde. Oh, offene Grenzen, ja klar, Augustus. Wie sollen wir denn zusammen Krieg führen, wenn wir keine offenen Grenzen haben, keine gemeinsamen? Wo greifst du eigentlich an? Ich sehe überhaupt nicht, dass da irgendwie eine Stadt in Bedrängnis gerät. Sehr gut. Wir nehmen die Sofortheilung. Gehen abermals eins vor. Plündern abermals. Du greifst an. Das ist deine Aufgabe. Während du aber nicht angreifst. Warte. Na, wir hätten hier hingehen sollen, um ihnen Platz hier frei zu machen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Kommst du hier hin? Nee, und hier oben bist du von Madrid angreifbar. Hier von Salamanca und Cordoba. Das machst du nicht. Nee, die Stadt nehmen wir auf keinen Fall ein. Aber wenn wir vielleicht einen verlieren sollten, ist das doch nicht verkehrt. Dann plünder hier mal wieder ein bisschen. Ihr greift weiter an. Macht ein bisschen Trouble, das ist ja kein Problem. Sidon-Geheimnisse wurde gestohlen. Von uns? Der Louvre! Oh, gut. Gleich mal hier. Wieder, was weiß ich, wie viele Runden verschwendet. Beim nicht aufpassen. Wirtschaftsübersicht. Welche Stadt ist die mit der meisten? Okay, Mumbai und Delhi nehmen sich dann nicht. Da wird die Universität produziert. Jetzt haben wir 24, da gehen wir auf 34. Wir brauchen nämlich unbedingt den Louvre. Oder aber was ist, wenn wir in Mumbai... Ach, Mumbai ist schon im Produktionsfokus, okay. Ist das wieder hier so? Nee, Gold. Ja. Ah, mach Standard. Einerbindung der Befehle, da greifst du an. Nee, du stirbst, wenn du angreifst. Dann lass das doch. Also du stirbst nicht, aber du bist so weit geschwächt, dass du das morgen nicht mehr sehen wirst. Ha, und sie schicken tatsächlich Einheiten, um hier zu verteidigen. Das wird ihnen aber nicht viel bringen. Da ist echt ein Kampf gegen Windmühlen hier. Also, Kanonen sind mal viel zu weit weg. Ihn zu zerstören, da hätten wir eine Chance. Das machen wir, glaube ich, auch. Nimmst mal wieder die Sofortheilung. Gehst eins vor. Du greifst ihn an, du greifst ihn an, du greifst ihn an. Ja. Kannst du nicht? Ach, hier sind zwei Hügel. Ja, schade. Dann plünder ein bisschen. Du kannst ihn auch nicht angreifen. Ach doch, gut. Du auch. Dann ist er geschwächt. Und... Zack. Und
Zack. Und dich haben wir jetzt leider ein bisschen weit weggeschickt. Aber was soll's. Da bombardieren wir einfach, was das Zeug hält. Und da soll mal gucken. Oh, wir können die Industrialisierung klauen. Haha. Sehr gut. Haben wir mit der Industrialisierung nicht... Die haben wir doch gerade entdecken wollen. Naja. Wissenschaftstheorie hört sich besser an als Stahl. Mumbai braucht nur eine Runde für die Kaserne, weil wir schon vorproduziert haben. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen lieber das Museum mit 5 Kultur pro Runde. Einer benötigt Befehle. Du bist hier besser aufgehoben, weil du damit auch dem Ritter hier oben Platz gibst. Du kannst nicht mehr angreifen, aber plündern. Plündern ist immer gut. Und dann machst du nächstes Mal diese Runde. Okay, sie will wenigstens keine Städte. Aber ich werde nicht meine Luxusressourcen und Gold geben. Ablehnen. Zeig, was du hast. Eine Einheit wurde getötet. Das ist ja gar nichts. Die hole ich mir wieder, indem ich diesen Armbrustschützen hier zerstöre. Wir können euch updaten zur Gatling-Kanone. Ja, das ist jetzt leider ein bisschen zu spät. Hätten wir ja zu Hause machen sollen. Holen wir euch alle zurück und updaten euch. Dich auf jeden Fall. Ansonsten Sperrfeuer. Oh, noch einen großen General. Sehr schön, den können wir gebrauchen. Für etwaige... Ja, vergessen abzudaten. Für etwaige... ne? Zitadellen. Gibt es noch was, was wir zerstören könnten? Nö, wir sind hier so weit. Hier oben ist nicht gut. Da warten wir. Da warten wir hier. Gar kein Problem. Und du bleibst in der Hauptstadt. Du hast da oben nichts verloren. Da wirst du nur getötet, so wie ich dich kenne. Du kannst aber nicht dort bleiben, weil da schon ein Bauarbeiter steht. Gar kein Problem. Noch eine Einheit wurde getötet. Okay, jetzt ist Zeit für Rückzug. Oder können wir Cordoba vielleicht doch niederbrennen? Vielleicht so weit, dass Isabella mit uns einen Frieden schließt, bei dem wir auch noch was von haben. Oh oh, Bam, bam. 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 Haha. Bam und bam. Oh, wieder nicht upgedatet. Naja. Die Eisenhütte, Produktion plus 8, das ist genau das Richtige für euch. Was? Welche Bewegung? Ah ja. Noch mehr plündern. Nichts machen, Gatling-Kanone an die Front. Okay, der Armbrustschütze ist weg, aber gar kein Problem. Wo sind eigentlich die Römer? Haben sie nicht auch den Krieg gegen Spanien erklärt? Eigentlich schon, aber so wie es aussieht, sind sie nicht da. Lasst uns uns zurückziehen, denn wir können uns nicht mehr gegen die Truppen erwehren. Ich rede ein bisschen wie Thomas Gottschalk. Das ist nicht beabsichtigt, aber im Moment nun mal passiert. Wir kommen hier hin, das ist gut. Und hier hin, da können wir auch nicht angegriffen werden. Okay, einer befördern, da wird es Zeit. Nächste Runde sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Danke, danke, danke.